Die Prinzipien wissen Kanonen mehr zu schätzen als die meisten und sie wissen, wann sie sie gegen Schiffe der Valianischen Handelsgesellschaft richten müssen, um das zu bekommen, was sie wollen. Und manche Schiffe, sagen wir mal, sind reif zum Pflücken. Was möchtest du wissen? Das ist alles. Okay, jetzt haben wir wirklich viel herausgefunden. Nach einigen tiefen Schlucken, ich habe von Quano erfahren, dass die Prinzipien Angriff auf die Valianische Handelsgesellschaft planen. Mhm. Also ja, gehen wir raus, weil ich glaube, das im ersten Stock hat eh nichts zu bedeuten. Ah, ich habe meine Sachen wieder, sehr schön. Hat sich nichts geändert am Text, deswegen. Wieder hier rein und machen noch das mit dem Kerker. Ich sage immer Kerker, ich meine Keller. Ach, sag bloß, sie sind immer noch hier. Ja, sind sie. Na gut, ich sollte mit Palegina auch so die Sachen erspähen können und die Fallen entschärfen. Außer ich krieg jetzt meine Sachen wieder. Nö, ich muss hier unten auch immer noch nackig rumlaufen. Badehausgast? Warum fummeln Gäste am Kessel rum? Ja, durch den Riss quetschen. Ja, und am einfachsten wäre es wahrscheinlich gewesen, sich die Kutte zu holen oben aus dem ersten Stock. Und sich dann zurückzuschleichen. Hier. So, ich krieg wahrscheinlich meine Klamotten wieder, oder? Könnt ihr hier bitte aufmachen? Kombination eingeben. Und dann hoffen wir mal, dass Palaginas Wahrnehmung reicht. Ich hoffe mal, die Schatzkammer eines Magiers. Was kann ich tun? Okay, Palegina braucht mehr Wahrnehmung. Habe ich da nicht irgendwas, was Wahrnehmung erhöht? Ja, genau. Nicht Weißblatt. Svef. Ah. There is something over there. Indeed. Gut. I'm here. Que? Que? So wie es aussieht, kann man sich hier auf den Fliesen frei, also auf dem Mittelteil frei bewegen. Aber nicht auf den Fliesen. So, das war alles. Just a moment, please. It's no trouble. Umhang des größeren Schutzes. Ein schickes Zauberbuch und alter Brosio. Indeed.
Kraftvoller Zauber hat diese Goldbahn an Ort und Stelle. Okay, das heißt, die können wir nicht mitnehmen. Wir können aber die Obsidian-Splitter von ihm klauen. Diese Statue von Onikasa der Ersten hat ein wissendes Grinsen im Gesicht. Machtstein. Intellekt, Kraftschwein und Helm. Geld. Well, if you insist, it's no trouble. Oh. Gambason des Kabbalisten. Saphires Markte. Harapo-Epos. Diese Steintafel ist nach Jahren der Vernachlässigung erodiert, aber die eleganten Runen der Uana, die ihre Oberfläche schmücken, haben unzählige Jahrtausende überdauert. Auf wen von Göttern haben gesucht, die Himmel und meterhohe Wellen mein Schiff umhergeworfen haben, wird der Kompass meines Geistes nie von dem geliebten Ukaiso ab. Wich der Kompass. Als ein gesplitterter Mast dieses verräterische Stück Holz mich an der Stirn traf, wurde ich in eine Vision permutartiger Ufer gestoßen. Ich wachte am Ufer schwarzer Meere von schrecklicher Stille, über den keine zwei Sterne in bekannter Form verbunden waren. Ich trieb mein Wrack mit provisorischen Rudern voran und gelangte schließlich zu einer Insel, auf der jeder Nachbar eine andere Sprache sprach. Auch wenn ich in den folgenden Jahren nie aufhörte zu segeln, sah mein Fernrohr nie mehr den Gipfel des wunderbaren Ukaiso. Ich setzte mich im Bett auf, in einem Alter, in dem die Tränen ungebeten kommen, und grübelte, wo der Schlaf geendet hatte und die Träume begonnen haben. Ich stand auf, um die Sonne zu begrüßen, doch es war immer noch Nacht, auch wenn ein falsches Glühen den scharf umrandeten Himmel erhellte. Ein azurblaues Leuchtfeuer erhob sich am Horizont und bekannte Hymnen erfüllte meine Ohren. In diesem Moment sah ich ein Schiff, eine lebhafte und junge Mannschaft, die Segel für den Horizont setzten. Eine Grenze, die einst die meinige gewesen war. Für diese Ufer war ich ein schneidendes Echo, aber jemand wird sie wiederfinden. Jemand, der würdig ist, an den Stränden des verlorenen Ukaiso anzulegen. Ja, bring das Artefakt, das ist Schatzkammer des Erzmagiers. Da ich nun Besitz des Harapo-Epos bin, ist die einzige Frage nur, was ich damit anstellen soll. Tomara wird mich vor dem kaiserlichen Kommando an der Messing-Zitadelle erwarten. Nitea wartet vor dem Palast in Schlangenkrone. Of course. Elfenbeinfigur eines Lindwurms. Oh, die nehme ich gerne. Und Tränke. Dann kann ich nämlich die nehmen. Und ja, Alof packt die Granaten weg und nimm lieber das Teil hier. Da beschwörst du Imps. Ich muss eh mal gucken, dass ich ein bisschen hier umsortiere, umdisponiere. Aschebomben, Todesauge, habe ich hier noch welches? Aber hier zum Beispiel Gegengifte, habe ich viel zu viele. Das hier sind Trank der mäßigen Heilung. Nimm mal lieber die. Die kannst du auch noch haben. Korallenschnupftabak. Trank der Reinigung. Trank der Abgestimmten selbst. Und irgendwelche Runen. I'm here. I'd be glad to. Gut, das heißt, ich kann die Schatzkammer wieder verlassen. Ich werde dann gleich mal wieder meine Klamotten wahrscheinlich verlieren.
Ach ja, ich muss ja noch in die Wasserformer-Gilde, fällt mir gerade so ein. Ah nein, ich habe meine Klamotten noch. Jetzt werde ich sie aber wahrscheinlich gleich wieder verlieren. Jedenfalls wissen wir jetzt von den beiden, was los ist. Das Einzige, was noch fehlt, ist die königliche Todesfeuer... nicht die... Die Wasserformer-Gilde. Ach, da geht's raus. So, einmal wieder anziehen, bitte. Und zur Wasserformer-Gilde rüber. Weil das ist dann die Quest für die Huana. Hier, der Schatten unter der Kataka. Für die Mission habe ich ja auch Tikeo dabei. Dann gucken wir mal, was hier drin los ist. Was ist hier bloß passiert, fragt Tikeo, weil hier überall Reichen rumliegen. Ruhig mal Überleben nochmal hoch und Athletik höher. Ein Punkt. Heilige Einäscherung. Ja, nehmen wir das mal. Also Gegner Schaden zufügen. Das können wir dann auf der letzten Stufe noch verbessern. Warte, ist das ein Naga? Tatsache, hier sind Nagas. Wie sieht es eigentlich so mit unserer Reputation aus? Hat sich nichts großartig geändert. Go no further. There is a situation in the guild hall. Geh nicht weiter, der Guildhall ist gerade etwas los. Der Wasserformer blickt über seine Schulter, seine Brust hebt und senkt sich mit tiefen Atemzügen. What say? Where is Mairo? Was sagst du, wo ist Mairo? Tikeos Stirn faltet sich in Sorge. For what did Nagati send you but to lend your strength? Ah, warum hätte dich Ngati geschickt, wenn ich um zu helfen? Er nickt und klopft Tikeo auf die Schulter. All is under control, I say. But the building is closed until Mairu cleans up the mess below. Also es ist unter Kontrolle, sage ich, aber das Gebäude ist geschlossen, bis Mairu das Chaos dort unten aufräumt. Er zeigt mit dem Daumen auf den abgesperrten Treppenaufgang. Was ist mit dem Chaos hier oben? Ikira, when the dust settles, I will see that our sisters and brothers are honored properly. Ikira, wenn sich der Staub legt, werde ich zusehen, dass unsere Schwestern und Brüder ordentlich geehrt werden. Naga swam in from the waterways of our sanctum. We pressed back until they fled underground. Then Mairu gathered her forces for a stand at Pariki's tomb. Naga sind von den Wasserwegen unseres Heiligtums hereingeschwommen. Wir bekämpften sie, bis sie wieder im Untergrund verschwunden sind. Dann sammelte Mairu ihre Truppen für einen Widerstand bei Perikis Grab. I am to guard the staircase, while she routs the last of them. Ikira, but Mairu is fierce for her years.
Ich sollte den Treppenaufgang bewachen, während sie die letzten vernichtet. Die Kehra, Mairo ist stark für ihr Alter. Er verzieht das Gesicht, als noch ein tiefes Beben den Boden unter deine Füße erschüttert.